Wir sind auf dem Langenhardt in Lahr. Wir hatten einen Brand einer Windkraftanlage. Wir wurden darüber um ca. 12:30 in Kenntnis gesetzt. Es hat ein Generatorhaus der Windkraftanlage gebrannt. Das ist dann auf den mittleren nach oben stehenden Flügel übergeschlagen. Der ist dann irgendwann brennend abgebrochen und zu einem späteren Zeitpunkt abgestürzt. Es sind Kräfte der Polizei als auch der Feuerwehr vor Ort. Die wesentlichen Maßnahmen beschränken sich darauf, einen Sicherheitsbereich von rund 500 Metern um die Windkraftanlage darzustellen. Da sind jetzt auch Polizeikräfte, die die Absperrung garantieren, die Gefahr, die von der Einsatzstelle ausgeht, sind eigentlich abstürzende Teile. Als der mittlere Flügel brannte, waren es auch brennende Teile, die wegflogen. Mittlerweile ist die Lage stabil. Wir gehen davon aus, dass die Sekundärbrände in nächster Zeit erlöschen und dann nur noch die Absperrung aufrechterhalten bleiben muss, damit Wanderer, Mountainbiker, Sportler, was halt so unterwegs ist, nicht in den Gefahrenbereich eindringt. Bestand Gefahr jemals für die Menschen drumherum? Wir gehen davon aus, dass zum Zeitpunkt, als das Ereignis eintrat, niemand mehr vor Ort war. Als die Kräfte Feuerwehr sowohl von Seelbach als auch von Lahr eingetroffen sind, waren keine Personen mehr im unmittelbaren Umkreis. Es wurde dann auch sofort abgesichert. Von daher war die Lage eigentlich von Anfang an stabil. Wie lange muss man es jetzt noch beobachten, bis man es als abgeschlossen betrachten kann? Das ist völlig unklar. Wir gehen davon aus, dass früher oder später jemand aus der Technik, aus der Statik sich das Windrad angucken muss und dann sagen, ob man dran arbeiten kann oder nicht, weil wir auch nicht wissen, wie sich die Witterungsverhältnisse und Ähnliches verändern.